Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Polyworks Workflow Video. Ich bin Thomas Neudert von Duve 3D und möchte Ihnen heute zeigen, wie man Polyworks gemeinsam mit einem optischen Messgerät optimal in einen Prüfprozess einbindet. In vielen Firmen leitet die Konstruktionsabteilung zu prüfende Qualitätsmerkmale und Messpunkte in einem firmenspezifischen Dateiformat an die Messtechnik weiter. Diese Sollvorgaben, die Prüfmerkmale, lassen sich mit einem von der Duve 3D AG entwickelten Zusatzprogramm, dem D3D++, in Polyworks einlesen. Das ermöglicht eine immense Zeitersparnis beim Anlegen von Polyworks-Projekten. D3D++ steht dem Anwender nach einer separaten Installation als Plugin zur Verfügung und kann in den Optionen des Workspace-Managers aktiviert werden. Die Prüfmerkmalspläne beinhalten nicht nur die zu messenden Merkmale, Vergleichspunkte und Schnitte sowie deren Toleranzen, sondern schließen auch die entsprechenden Messvorschriften, wie zum Beispiel Extraktions- oder Tastparameter, mit ein. Sie werden in D3D++ eingelesen und für den Import in Polyworks aufbereitet. Danach erfolgt die Übergabe der Prüfmerkmalspläne an Polyworks. In Polyworks selbst werden sowohl die CAD-Daten des entsprechenden Bauteils als Referenz hinterlegt, als auch die Messdaten erfasst. Falls im Prüfmerkmalsplan keine Messvorschriften hinterlegt sind, können Sie diese auch einfach in Polyworks hinterlegen. Nachdem alle Prüfmerkmale gemessen worden sind, werden sie wieder an D3D++ übertragen. Am Ende erfolgt die Ausgabe der gemessenen Ist-Werte über einen Report und/oder den Export in eine firmenspezifische Ausgabedatei, die zum Beispiel für eine statistische Auswertung einer Datenbank zugeführt wird. Für das Bauteil, das wir heute untersuchen möchten, habe ich bereits im Polyworks Inspector ein Projekt angelegt und CAD-Daten importiert. Außerdem habe ich mich im Vorfeld mit meinem Messgerät auf das Koordinatensystem des CADs ausgerichtet. Für eine optimale Handhabung des D3D++-Plugin steht in der Duve 3D-Benutzerkonfiguration eine Symbolleiste D3D++ zur Verfügung. Hier können einfach und schnell Prüfmerkmalspläne verschiedener Formate importiert werden. In unserem Fall liegt der Prüfmerkmalsplan im CSV-Format vor. Die importierten Merkmale, Schnitte und Vergleichspunkte sind nun mit ihren Toleranzen und Messvorschriften in Polyworks hinterlegt, werden in der 3D-Ansicht abgebildet und können über die Baumansicht verwaltet werden. Sofern die Messvorschriften nicht im Prüfmerkmalsplan enthalten, sondern anderweitig definiert sind, können diese, wie schon erwähnt, einfach und schnell in den Objekteigenschaften in Polyworks hinterlegt werden. So wird zum Beispiel für dieses Prüfmerkmal Kreis festgelegt, dass für die Extraktion des Kreises Punkte aus dem Berandungsscan, für die Hilfsebene jedoch Punkte aus dem Flächenscan verwendet werden sollen. Hierfür stehen verschiedene Auswahl- und Fitting-Parameter sowie eine anschauliche Visualisierung zur Verfügung. Im nächsten Schritt nehme ich die Messdaten auf. Hierfür verwende ich beispielhaft einen MCAX-Arm der Firma Nikon mit MMDX-Scanner. Im Vorfeld stelle ich ein Geräte-Plugin für die korrekte Erfassung der Oberfläche sowie der Prüfmerkmale, die Option Flächen- und Loch-Berandungsscan für die Erfassung des Scans ein. Dadurch können Prüfmerkmale optimal aus den entsprechenden Scanobjekten extrahiert werden. Ich beginne nun den Scan. Nach Abschluss des Scans lassen sich die Prüfmerkmale sehr einfach über das D3D++-Plugin aus den Scanobjekten extrahieren. Am Ende werden die gemessenen Prüfmerkmale in das entsprechende firmenspezifische Ausgabeformat exportiert. Der betreffende Dateikopf kann dabei schon direkt im D3D++ ausgefüllt werden. Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer geführten taktilen Messung über D3D++. Sie können das Inspector-Projekt außerdem als Vorlage für eine Serienmessung verwenden. Alle einmal definierten Messvorschriften bleiben dafür für alle weiteren Teile der Serie erhalten. Eine schnelle Auswertung mehrerer Teile in Serie
sowie deren Export in ein firmenspezifisches Datenformat ist dadurch möglich. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse für Polyworks und D3D++ wecken. Diese Kombination ist eine tolle Möglichkeit, um Prüfmerkmalspläne schnell und einfach auszuwerten. Vielen Dank!